Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn das, was ich euch jetzt zeigen möchte, darauf bin ich echt stolz. Es ist tatsächlich schon in den Kommentaren unter den letzten Videos aufgetaucht und zwar ist die Rede vom tadadada, neuen Crema-Katalog. Und ja, ihr habt richtig gesehen, Kobi und ich sind tatsächlich auf dem Titel vom neuen Crema-Katalog, weil wir ja Felix Bühler Markenbotschafter sind und demnach wurden wir ausgewählt, den Titel zu schmücken. Die Ponys und ich, wir sind jetzt schon so circa anderthalb Jahre im Team Felix Bühler und ich bin da nach wie vor mega, mega happy drüber. Mir gefallen die Sachen super gut, die Qualität passt, die sitzen gut, die sehen gut aus und demnach freue ich mich auch riesig, euch heute Teile aus der neuen Kollektion präsentieren zu dürfen. Ihr wart sonst immer gewohnt, ein Lookbook zu bekommen und das hätte ich natürlich auch in diesem Frühjahr wahnsinnig gerne für euch gedreht, aber wir wissen alle, es ist Corona-Zeit, Lockdown und so weiter und das hat einfach insgesamt nicht funktioniert, aber ich glaube, das Video heute wird denen in nichts nachstehen. Es wird vielleicht nicht ganz so schön gefilmt sein, aber ihr werdet auf jeden Fall einen richtig tollen Überblick bekommen, was meine Lieblingsteile aus der neuen Frühjahr-Sommer-Kollektion von Felix Bühler sind. Hier an meiner Seite seht ihr auch schon einen sehr, sehr, sehr großen Karton stehen und ich werde euch jetzt gleich meine Lieblingsteile zeigen. Da auch sehr auf die Frage kommt, was denn mit den Teilen aus der alten Kollektion passiert, alle behalten kann ich natürlich nicht. Ich glaube, dann würde dieses Zimmer aus allen Nähten platzen. Und da ich Markenbotschafterin bin, ist es natürlich schön, dass ich immer die neuesten Teile präsentieren darf. Die Teile, die ich dann nicht mehr trage oder die aus einer älteren Kollektion sind, die gehen tatsächlich zurück zu Crema und werden dort dann Secondhand verkauft. Ich würde vorschlagen, wir starten. Und eigentlich sagt man ja immer, das Beste kommt zum Schluss. Aber eins meiner absoluten Highlights zeige ich euch jetzt einfach direkt am Anfang, weil ich es so cool finde, dass es so etwas endlich bei Crema gibt. Und irgendwie ist dieser Karton ein bisschen zerdutscht. Aber ihr könnt wahrscheinlich schon ahnen, worum es geht. I proudly present den brandneuen Felix Bühler Stiefel mit Schnürung. Die hier habe ich tatsächlich noch nicht getragen, aber ich durfte die Stiefel schon vor einem halben Jahr beim Shooting ausgiebig über 3 Tage testen und sie sind mega, mega cool. Was ich generell am Milano so mag, ist ja, dass er wirklich viel ab kann. Meine Lederstiefel, die müssen einfach auch mal mit mir ausmisten, die müssen mal Paddock abäppeln, die müssen mal durch die Matsche laufen. Klar pflegt man die gut, aber ich finde, dass ein Lederstiefel, den man jetzt nicht ausschließlich zum Turnier trägt, das einfach auch abkönnen muss. Und der Milano tut das definitiv. Und dieser Stiefel steht dem Ganzen in nichts nach, außer dass er noch ein kleines bisschen schicker aussieht. Und den werdet ihr demnächst auch öfters an mir zu sehen bekommen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo bekomme ich die Stiefel denn? Eigentlich logisch, nämlich bei Crema. Und ich werde euch die Links zum Online-Shop auch unten in die Infobox reinpacken. Da könnt ihr dann alle Produkte euch einmal anschauen, wenn ihr möchtet, und findet die ein bisschen leichter. Von den wunderschönen Stiefeln hin zu einem weiteren Highlight. Aus euren Insta-Nachrichten weiß ich nämlich, dass ihr da sehr, 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 sehr oft nachgefragt habt. Und tatsächlich habe auch ich mir dieses Feature gewünscht. Ihr seht eine Hochbundreithose. In diesem Fall mit Grip und hier so süßen Details hinten. Aber vor allem seht ihr eine Handytasche. Das war tatsächlich eine der meistgestellten Fragen, ob Crema nicht die Hochbundreithose Katharin endlich mit Handytasche auf den Markt bringen kann. Und wie ihr seht, ist genau das passiert. Ich bin mega happy darüber, weil das war tatsächlich das Einzige, was mir an dieser Reithose zu meinem Glück gefehlt hat. Und sie ist tatsächlich mit diesem Einsatz hier hinten noch mal schicker geworden. Gibt es in mehreren Farben. Es gibt sie auch weiterhin ohne Handytasche. Aber ich glaube, ich wechsle jetzt komplett auf das Modell mit Handytasche. Und ich weiß, dass das einige von euch auch glücklich machen wird. Apropos glücklich, ihr habt tatsächlich nicht nur nach der Handytasche gefragt, sondern einige von euch haben sich auch eine Hochbundreithose ohne Grip gewünscht. Man könnte sagen, euer Wunsch ist Crema Befehl, denn hier ist das zweite Highlight in Sachen Reithose. Eine Hochbundreithose, wie ihr seht, mit ganz normalem Besatz. Ich bin ehrlich gesagt ewig nicht mit Besatz geritten, aber die ist inzwischen auch schon 2-3 Mal gewaschen. Die habe ich ausgiebig getestet und ich muss sagen, dass ich mit dem Besatz auch echt gut klarkomme. Ich habe mit dem Grip im Sattel noch nie Probleme gehabt, aber ich kenne diesen Besatz halt auch noch von früher. Also ich bin früher nur mit so einem Besatz geritten. Ich hatte sogar noch Reithosen mit echtem Lederbesatz. Die hat man dann irgendwie eingecremt, um die weich zu kriegen. Wow, ey, das war echt aus einem anderen Jahrhundert gefühlt. Aber wie ihr seht, diese Reithose gibt es jetzt auch mit Besatz. Und die hat natürlich auch eine Handytasche. Machen wir weiter mit einem absoluten, absoluten, absoluten Must-Have meiner Meinung nach. Weil es auch einfach super erschwinglich ist.
Und zwar ist die Rede von den Felix Bühler Funktionsshirts. Die gibt es einmal mit so einem Kurzarm und dann, wie schön ist bitte diese Farbe, gibt es die natürlich auch mit Langarm. Ich habe das Ganze übrigens auch schon mal als Turniershirt getragen und beim Geländereiten, also in der Vielseitigkeit, als Eventing-Shirt. Funktioniert für mich super gut in der kurzen und in der langen Variante. Und wie ihr seht, es gibt einfach super, super schöne Farben. Die neue Kollektion ist eh voll mit schönen Farben. Und ich habe mir einige Shirts bestellt, weil die für mich einfach so ein Everyday-Allrounder sind. Also ich trage wirklich fast jeden Tag die Funktionsshirts. Im Winter sind die ja so ein bisschen gefüttert und angeraut. Und die im Sommer sind natürlich ein bisschen dünner, aber stehen den Funktionsshirts vom Winter ansonsten in nichts nach. Die funktionieren für mich einfach. Die stinken nicht. Ich kann die easy waschen. Ich schmeiß die sogar in den Trockner, obwohl man das eigentlich, glaube ich, nicht darf. Das können die auch ab. Und genau, die habe ich in kurz und in lang in diversen schönen Farben bestellt. Und verlinke ich euch natürlich auch in der Infobox, weil da werdet ihr garantiert auch fündig. Bevor ihr jetzt denkt, ich habe nur an mich gedacht, nein, ich habe natürlich auch für die Poddies ein bisschen eingekauft. Und wenn ihr jetzt denkt, die Schabracke kommt euch bekannt vor, dann nehme ich noch mal ganz kurz den Katalog. Es ist nicht dieselbe wie auf dem Titel. Es ist ein anderes Modell, aber es ist die gleiche wunderschöne Farbe, die übrigens nicht nur für Schimmel gut geht. Ich finde die Farbe einfach mega cool, weil sie ist rosa, aber nicht so quietschrosa. Und ja, ich mag die einfach gerne. Als Feature finde ich auch das hier toll. Das ist so ein bisschen Silikon, damit der Sattel oder das Pad und so weiter nicht irgendwie ins Rutschen kommt. Das finde ich als Feature einfach nochmal ganz schön. Und passend dazu durfte die Fliegenmütze einziehen. Und irgendwo habe ich auch noch eine zweite Gamasche. Die Gamaschen. Dann habe ich auch noch so ein bisschen Kleinkram bestellt. Socken kann man nie genug haben. Und ich mag einfach diese Glitzersöckchen so mega gern. Da ist so ein bisschen Lurex eingenäht. Die schimmern so ein bisschen im Licht und in der Sonne. Und gerade auch in Grau, finde ich, gehen die immer und Socken nehme ich eigentlich immer mit. Weil die gehen natürlich auch irgendwie irgendwann mal kaputt und Socken kann man nie genug haben. Außerdem noch diese süße Kappe. Wie süß ist die bitte? Mit diesem Spitzeneinsatz vorne drauf. Gefällt mir mega gut und könnte ich mir auch super als Turnierkappe vorstellen, wenn es dann irgendwann mal wieder Turniere gibt. Viele von euch haben übrigens auch das Foto im Katalog von Wölbchen entdeckt. Und ich glaube, sie trägt da sogar diese Farbe. Dieses Halfter durfte natürlich auch einziehen. Es gibt diese Halfter ja von vielen verschiedenen Firmen und manchmal sind die wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Dieses Halfter ist wirklich absolut erschwinglich. Ich verlinke euch das auch in der Infobox. Und das gibt es in vielen verschiedenen Farben. Also wenn euch das Bordeaux jetzt nicht so zusagt, das gibt es auch in Natur, in Schwarz, in Petrol, in Rosa. Und ich mag diese Plüschhalfter einfach. Ich finde die für den Transport toll. Ich finde die fürs Turnier toll. Ich finde die einfach mega schick. Und gerade wenn die so erschwinglich sind, ich denke, da wird bei dem einen oder anderen von euch auch das ein oder andere Teil einziehen. Simple as that.